Oh, was ist das hier denn für ein Sauwetter? Mann, seit Tagen regnet es nur noch. Es ist echt furchtbar. Aber mach die Tür zu, sonst regnet es noch rein. Oh, was haben wir hier? River Fields Mortuary. Eine Leichenhalle. Freunde, herzlich willkommen zu Mortuary Assistant. Ein Game, was wir auf dem Hauptkanal schon gespielt haben, aber wo wir noch lange nicht alle Endings haben. Deswegen ist es auf jeden Fall an der Zeit, es mal wieder hier reinzugehen. Vor allem, seit wir es das letzte Mal gespielt haben, gab es scheinbar einige Updates, die ich gar nicht mitgekriegt habe. Und wir haben erst 2 von 6 Endings. Also, wer hängt sich das auf? Ich meine, wir sind in der Leichenhalle. Ist schon creepy genug. Man muss hier nachts arbeiten. Und irgendwer dachte sich nur so, ey, lass mal ein paar richtig gruselige Bilder von Frauen noch hier aufhängen. Let's go. Was steht hier drauf? Rebecca. Sind wir nicht Rebecca? Warte mal. Ah, ein Kassettenrekorder, okay. Ey, ist schon so lange her, dass ich das Game das letzte Mal gespielt habe. Ich glaube, das letzte Mal war... dass wir das Spiel gespielt haben, war Halloween 2022. Das ist schon über ein Jahr her. Aber ich bin mir nicht sicher. Was ist das? Alte Sicherung. Kann ich die mitnehmen? Nur die eine scheinbar, okay. Gut, wir stoppen uns die Sicherung schon mal ein. Die nehmen wir schon mal mit. Hier haben wir dieses alte Bad, aber wir gehen erstmal durch zu unserem Arbeitsbereich. So viel weiß ich ja noch. Nämlich hierhin, wo wir jetzt gleich Leichen fertig machen, damit die beerdigt werden können. Oder eingeäschert werden können. Oder was auch immer. So, Computer locked. Ich weiß gar nicht mehr. Warte, Klemmbrett. Ein Klemmbrett. Wie öffnet man nochmal das Klemmbrett? Ich habe vergessen, wie man das Klemmbrett öffnet. Auf welcher Taste ging das nochmal? Ah, hier. Okay. Leiche aus der Kühlung holen und so weiter und so fort, aber... Ah, der PC ist schon freigeschaltet. Okay. Gut, keine Ahnung, warum denn da Computer locked steht. Okay, gehen wir mal die erste Leiche holen. Ich weiß auch gar nicht genau, welche Endings uns noch fehlen und wie man da hinkommt. Das Standard-Ending haben wir ja, glaube ich, damals gespielt. Und noch irgend so ein Ending. Also ein Ending, wo man, glaube ich... selber auch besessen wird und ein Ending, wo man es schafft zu entkommen. Und die anderen Endings weiß ich nicht, da bin ich raus. So, wir benutzen mal hier unsere Trage und holen mal die erste Leiche aus dem Kühlraum. So, warte, wo gehen wir denn zuerst hin? Hier? Jake Cola? Yo, Jake! Alles cool, Bro? Jake, wie geht's? Nicht so gut, hä? Oh, der hat Ausschlag. Vielleicht lassen wir ihn lieber da drin, nicht, dass wir uns anstecken. Okay, warte. Wir holen mal Jake als erstes hier raus. So, Jake, komm. Let's go. Sehr gut, Jake. Oh, was ist mit Jake passiert? Warum ist Jake tot? Erfahren wir das eigentlich? Warum es die Leute erwischt hat? Jake geht's auf jeden Fall gar nicht gut. Jake hat einen richtig schlechten Tag gehabt. Okay, warte, ich guck mal auf mein Klemmbrett. Genau, und jetzt müssen wir an jedem Körperteil schauen, was für Merkmale dran sind, ne? Hier so, ne? Genau, das schreiben wir auf. Und wir drehen ihn mal. Oh, hier sind irgendwelche Kratzspuren am Rücken. Jake? Jake, mit wem warst du unterwegs? Jake, tell me. Hier ist nichts. Auf dem anderen Bein ist was, warte. Hier können wir das... ankreuzen. Okay. Hier oben. Warte, hier war nur die Kratzspur, ne? Die haben wir ja schon. Okay. Und hier oben hat er da irgendwas. Alter, wie sehen seine Augen aus? Hey, wir haben das Spiel ja, wie gesagt, schon ein paar Mal gespielt. Wenn man hier in der Leichenhalle unterwegs ist und sich nachts um alles kümmern muss. Aber eine Leiche, wo die Augen so aussehen, hatten wir, glaube ich, noch nicht. Okay, wir haben aber, glaube ich, alles, oder? Flecken, leichte Aufschürfung und so weiter und so fort. Hier an dem Arm war ja weiter nichts dran, ne? Nö. Oder? Kann man das hier auch drehen? Oh, doch. Hier so ein Leberfleck. Warte, muss ich seine Beine auch drehen vielleicht? Nee, kann man gar nicht drehen. Warte, habe ich den anderen Arm gedreht? Habe ich nicht, ne? Ja, der auch. Was sind das für komische Flecken?
Was sind das für... Also es sieht ja aus wie so ganz dicke Muttermale oder so. Oh, hier haben wir eine Kassette. Nehmen wir mit. Moment, the demon is funneling its energy through you. Der Dämon? Until you are unable to resist. Identifying a demonic entity is a delicate balance. The further you are from possession, the more time you have. Mhm. The closer you are, the more the demon will make itself known, allowing you the information to guess its name and the body it's bound to. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own, okay, is to scribble on a piece of paper. Don't think about it. Just scribble. Look carefully. If you notice anything strange, it's starting to take hold. Okay. There's a notepad and a pencil on the desk in the front room. Checking from time to time can give an idea of how long you might have. Okay, er hat gesagt, boah, das weiß ich gar nicht mehr. Wenn man selber feststellen will, wie weit die Besessenheit schon läuft, weil logischerweise ist hier ein Dämon drin, ist ja ganz klar, ist ja nicht einfach nur eine Leichenhalle. In irgendeiner von den Leichen ist ein Dämon und wir müssen rausfinden, in welcher Leiche. Das ist ja die ganze Prämisse vom Spiel. Und wenn wir rausfinden wollen, wie weit wir selber schon verfallen sind dem Dämon, sollen wir zwischendurch auf ein Stück Papier kritzeln. Hier. Und wenn sich da irgendwas verändert und irgendwas anfängt komisch auszusehen, dann haben wir ein Problem auf jeden Fall, ne? Ist dann nicht so gut. Bitte keine komischen Geräusche. Bitte, bitte nicht. Bitte nicht. Okay. Wir tragen hier mal alles ein ins Aufzeichnungssystem, ne? Wir haben Kopf. Wir haben rechter Arm. Wir haben rechte Schulter, da ist nichts. Wir haben linke Schulter. Linker Arm, rechtes Bein, linkes Bein. Wir haben Jake Cola. Hallo. Achso, man muss das so anklicken. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich wollte es reinschreiben. Okay, übermitteln. Easy. Sehr gut. So. So weit, so gut. Was ist dann als nächstes dran? Oder muss ich mir das erstmal packen hier? Ein Balsamierungsbericht. Okay. Ja, das haben wir ja jetzt gemacht. Was muss man als nächstes machen? Alter, es ist so lange her, dass ich das Game gespielt habe. Ich weiß nicht, was ich als nächstes machen muss. Jake? Heißt doch Jake, ne? Das steht gar nicht mehr hier drauf. Warte mal, kann ich nicht den Einbalsamierungsbericht hier tauschen? Oder muss ich das jetzt erst nach vorne bringen? Warte. Muss ich das jetzt hier reinpacken? Hallo? Einbalsamierungsbericht. Ah, hier. Okay. Dann haben wir jetzt... Ah, jetzt geht's weiter. Okay, okay. Wusste ich doch, dass das funktioniert. Okay, was haben wir als nächstes? Kiefer mit Nadelinjektor und Ligaturnadeln verschließen. Jake, das wird ein bisschen wehtun, okay? Reiß dich einfach zusammen. Ist wie beim Zahnarzt, okay? Einfach nicht dran denken. Okay, warte. Wo ist das Ding? Das war doch hier irgendwo, oder? Was haben wir hier? Ligaturnadeln. Haben wir. Und dann brauchen wir noch das Ding, um die einzusetzen. Ist es das Ding hier? Nee, das ist der Drucker. Den brauche ich nicht dafür. Was ist das? Nadelinjektor. Let's go. Alles gefunden. Okay. Jake? Einfach nicht zucken, okay? Alter. Boah. Stell vor, so machen die beim Zahnarzt auch. Man muss halt wirklich... Arbeitet irgendwer von euch in der Leichenhalle? Bitte Bestätigung in den Kommentaren. Macht man das wirklich so? Also wird das hier Vollgas zugenäht, das Ding? Okay, Jake. Jetzt ist der Mund wenigstens zu. Jetzt siehst du auch nicht mehr so komisch aus die ganze Zeit. Okay. Augenkappen einführen. Oder einfügen. Hier haben wir irgendwelche PVC-Schläuche, die sind... Was ist das komische Licht? Hey. Leute, chillt. Ich habe gerade erst angefangen, okay? I can't hold anything else. Wie, du kannst nichts mehr halten. Wir haben doch noch mehr als genug Platz im Inventar. Oder nicht? Jo, hier ist doch noch... Ablegen.
Jetzt liegen die hier. Die PVC-Schläuche. Okay, gut, warte. Wir suchen uns mal kurz das Zeug für die Augen. Und dann kann ich immer noch rumsortieren, was ich mitnehme und was nicht. Hier sind nur irgendwelche... Wow, hey! Hallo? Ich habe Pizza bestellt. Mach wieder zu. Okay, keine Ahnung. Was haben wir hier? Flexbag. Den brauche ich nicht. Junge, warum ist hier eigentlich so dunkel? Junge, ich arbeite hier nachts und alles, was wir haben, sind so Kacklampen. Das ist doch Mist, ist das doch. Wer hat das konzipiert? Ah, Augenkappen. Okay. Jake? Hier. Ist zu? Nee. Ich kann... Oh! Ich kann nicht die Augen... Hallo, Augenkappen. Nein, ist jetzt nicht an der Zeit. Okay. Mach die Türen hier zu. Geht nicht. Okay. Hey! Was ist denn? Klick, klick. Klick, klick. Nee, okay. Wer bist du? Oh! Schnell auf das Papier kritzeln. Okay, ich bin noch. Was war das gerade für ein Geräusch? Alter, so ein mieses Mistgame, ne? Hier, mach mal wieder auf die Glubscher. Ich muss da noch den Krempel einsetzen, habe ich vergessen. So. Okay. Das ist erledigt. Was brauchen wir als nächstes? Einbalsamierungsflüssigkeit in Pumpe mischen. Glyceraldehyd, Methanol, Feuchtigkeit, feuchte... Was ist hier los? Hört auf! Was ist das schon wieder für ein Leuchten? Junge! Wir sind seit nicht ganz 10 Minuten im Game. Haltet euch bedeckt, alright? Wir müssen nicht direkt anfangen. Come on, lass mich das doch erstmal fertig mischen hier. I can't hold anything else. Ach, wieso können die denn schon wieder nichts mehr halten? Das gibt's doch gar nicht. Okay, warte. Dann, hier, leg das mal ab. Legst du das mal ab, so. Und jetzt nehmen wir das mit. So. Glutteralgedings. Mach das schon mal da rein. So. Was muss noch? Methanol. Warte, Methanol und? Feuchthaltemittel und Formaldehyd. Was haben wir hier? Noch mehr Glutteraldehyd. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Pack's weg. Pack's weg. Weiß gar nicht mehr, wo die ganzen Flüssigkeiten sind. Methanol brauchen wir. Methanol rein. Spielt da jemand Basketball? Leute? Hey! Hey! Wer ist hier drinne? Mark Liu. Bleib bitte drin, Mark, okay? Du bist noch nicht an der Reihe, Mark. Wir folgen hier streng der alphabetischen Reihenfolge. Wie heißt der andere Typ? Ich weiß nicht mehr, ob das alphabetische Reihenfolge ist. Okay, warte. Jetzt brauchen wir noch Feuchthaltemittel. Und Formaldehyd. Was haben wir hier? Rebecca Owens. Mein Arbeitsausweis. Cool. Rebecca. Raymond hat mich gebeten, die restlichen Materialien für die Einbalsamierung nachzufüllen, aber es ist so geheimnisvoll, dass ich gefühlt täglich andere Anweisungen bekomme. Tut mir leid, wenn nicht alles wie immer ist. Zoe. PS. Könntest du ihn bitten, mich nicht mehr Zoe zu nennen? Niemand nennt mich so. Also sie heißt Zoe und will nicht mehr Zoe genannt. Hey. Hey, ich weiß... Was haben wir hier? Ein Ersatzschlüssel. Und den Arbeitspass von Raymond. Und Raymond, ich brauche wirklich einen Schlüssel für die Falltür draußen. Der Reiniger geht zur Neige. Und du hast gesagt, dass da unten welcher ist. Ich weiß, dass du nicht willst, dass jemand da runter geht, aber ein Zweitschlüssel würde alles einfacher machen. Unterzeichnet von Zoe. Okay, hier haben wir Cavity Fluid. Das brauchen wir nicht. Hey, wo sind denn die anderen Flüssigkeiten, die ich noch brauche? Hier. Nee, das hatten wir schon, ne? Bleichmittel. Jemand hat Rebecca gesagt? Warte, was brauchen wir noch? Feuchthaltemittel, Formaldehyd. Und Reagenz, das ist im alten Schrank. Das ist vorne. Was haben wir hier? Formaldehyd. Perfekt. Rein damit. Formaldehyd ist drin. Und jetzt Feuchthaltemittel.
Junge, was ist denn Feuchthaltemittel? Oh, hab's gefunden. Found it. Okay, rein damit. Und jetzt brauchen wir Reagenz. Reagenz ist vorne. Das weiß ich noch. Hier vorne in diesem kleinen Kämmerchen. Aus welchem Grund auch immer. Wird das hier gelagert. Reinigerbasis. I already have one of those. Reinigerbasis? Nee. Ist das nicht hier drin, Reagenz? Nein? Hallo? Nee, warte, den Reiniger brauche ich jetzt ja auch noch nicht. Oder ist Reagenz... Warte, ist das der alte Schrank? Moment. Leg das mal ab. Was haben wir hier eigentlich noch? Sicherung und den Trokar. Okay, den Trokar brauchen wir gleich. Warte, ist das hier Reagenz? Unheilvolles Reagenz. Aber Reagenz soll doch nur rein? Wenn ich denke, dass es der Besessene ist, oder? War das nicht so? Ich kritzel nochmal. Sieht noch nicht so wild aus. Sieht aus wie ein Kreis. Reagenz müssen wir doch nur reinmachen? Warte, ich höre mal hier. Wir hören mal. Okay. First, the clay tablet in the center is called a mark. Placing the smaller pieces in the correct configuration will spell the demon's name. Ah, richtig. Second, I remember. The bottles on the top shelf are a special reagent that will react to the mark. Add a bottle to the embalming mixture during the process. When the mark is placed on the correct body with the reagent inside, it will force the demon to become bound to it. Uh-huh. Pay attention to signs that you have chosen. Wusste ich doch. They can be obvious or extremely subtle. Once you are certain the demon is bound to its vessel, ja, burn it. Okay. Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips. It must inscribe the sigils of its name in our world to begin the evocation. Letting strips? You will need to uncover these sigils to use them. Hold a letting strip up while wandering the mortuary. If it begins to smolder and burn, you're close. When the paper combusts, the sigil has been revealed somewhere in that area. Uh-huh. They can be anywhere. So look on walls, under objects, inside furniture. Anywhere. Okay. The demon will inscribe its sigils over time to try and hide them. Ich hab das alles vergessen. So check regularly. Once you uncover the sigils, use the night shift database to decide which demon you're dealing with. Ja, das weiß ich noch. Den Namen. Use that knowledge to create the mark. The steps are simple. Add the reagent to the embalming mixture. Ja, Reagenz haben wir. Namen aufdecken. Das Ding einbauen. When you're certain, burn it in the retort. Okay. Genau. Also wie schon mal erwähnt, ne, es geht ja darum, dass wir den Dämon finden und zu welcher Leiche er quasi gehört. Wir haben ja drei Leichen hier drin. Ah! Was? Hab ich schon... Oh! What? Oh! Alter, hab ich schon... Okay. Wir müssen den Namen vom Dämon herausfinden. Den Namen vom Dämon finden wir heraus, indem wir diesen Streifen, den ich gerade in der Hand hatte, halt eben in der Hand halten und damit rumlaufen, um diese Symbole zu finden. Mit diesen Symbolen können wir den Namen vom Dämon rausfinden. Wenn wir den Namen vom Dämon rausgefunden haben und wir uns sicher sind, in welcher Leiche er ist, oder zu welchem Körper er gehört, ja, von welcher Leiche er Besitz ergriffen hat, können wir mit dieser Tontafel den Dämon an die entsprechende Leiche binden, diese Leiche damit verbrennen und damit auch den Dämon zerstören. Das ist das Ziel vom Spiel. Und wir haben hier so ein Programm. Was für ein Nachtschichtcode? Was soll denn das jetzt? Wo soll ich denn... Wo kriege ich den Nachtschichtcode her? Hä? Also es gibt da so ein Programm, worin man den Namen vom Dämon herausfinden kann, wenn man die richtigen Zeichen angibt.
und die richtigen Hinweise. Dann kann einem das Ding den Namen vom Dämon sagen. Hier war ich ja schon dran. Wie ist der Nachtschichtcode? Was liegt hier? Ach, nur irgendein Kram. Warte, wie war nochmal der Nachtschichtcode? Oder ist der auf meinem Arm? Oh! Habt ihr das gesehen? Alter! Läuft da einfach so 4 rum. Okay, warte. 57193 vielleicht? 57193? Ist es das? Natürlich, 57193, easy. Oh, was geht ab? Leute, chillt, hört bitte auf. Okay. Sigillen der Dämonennamen. Jetzt können wir hier schauen. Desolation. Tishak, irgendwas. Warte, ich muss kurz das Symbol raussuchen. Wir können ja schon mal ein bisschen Ausschlussverfahren betreiben. Das hier ist das Symbol. Mit diesem Wupp da drin. Das ist ein Wupp. Okay, warte. Ist das hier irgendwo? Nein. Doch, hier. Also, Variket könnte es sein. Alle anderen hier drinnen sind schon mal raus. Ja? Alle anderen hier drinnen sind schon mal raus. Aber wir haben ja noch Invidius. Hier ist das Symbol auch drinnen bei Shaddad. Und alle anderen sind aber auch raus. Und Immolation. Hier haben wir bei Tel Duk das Symbol. Okay. Wir haben also schon mal alle Dämonen bis auf 3 ausgeschlossen, okay? Eigentlich braucht man auch nur 2 Symbole, um auf den Namen zu kommen. Wichtig ist dann nur, dass man auch die richtige Leiche erwischt. So, Einschnitt an Carotis und Drosselvene mit Skalpell vornehmen. Kein Problem, mache ich. Ich weiß, was ich tue. So. I can't use that here. Was kannst du nicht? Ja, was soll ich doch, oder nicht? Hä? Warte. Einschnitt, ein Carotis und Drosselvene vornehmen. What? Ist doch hier, oder nicht? Oder muss ich andere Seite? Nee. Hä? I can't use ist nicht richtig. Skalpell ist nicht richtig. Warte. Wie, ich kann das jetzt... Bin ich lost? Moment, lass nochmal lesen. Einschnitt an Carotis und Drosselvene mit Skalpell vornehmen. Das hier ist ein Skalpell. Und das hier ist... Hör auf zu klopfen, Mann! Ich bin am Arbeiten! Ist doch die Ecke, oder? Ist doch die einzige Ecke, die ich anklicken kann. Ach, ich muss so ziehen! Junge, ich bin ein bisschen dumm, das musst du mir doch sagen. Jetzt brauchen wir eine Arterienklemme. Das ist, warte. Liegt hier doch irgendwo, oder? Arterienklemme, let's go. Arterienklemme und PVC-Schlauch. So. Rein damit. Hier. Rein. Okay, dann erst die Klemme. Dann die Schläuche. Perfekt. So. Der ist schon mal hier verbunden. Sehr gut. Und jetzt Pumpe einschalten und die Karre spülen. Dann mal los. Ich bleib hier hinterm Tresen, falls irgendwer aufsteht. Ich gehe auf Nummer sicher. Ich lasse mich hier heute nicht für dumm verkaufen von den Leuten. Jetzt erstmal durchspülen, dass nichts mehr drin ist von dem guten roten Zeug. Und dann können wir die Pumpe gleich wieder ausmachen, wenn es aufhört. Ah, es wird schon heller, seht ihr? So funktioniert das. Wenn ihr mit dem Video durch seid, könnt ihr alle in der Leichenhalle arbeiten, wenn ihr wollt. So. Erledigt. Sehr gut. So, Pumpe ausschalten, Schläuche entfernen. Und Schnitt verschließen. Okay. Machen wir das doch mal. Hallo? Okay, keiner ist da. So, dann mal weg mit dem ganzen Käse.
es einfach zu. Einfach, man sieht keine Narbe, ist einfach weg. So, einen leeren Infusionsbeutel mit Körperhöhlenflüssigkeit füllen und den Trokar in die Bauchhöhle einführen. Ah ja. Richtig. Hier, so ein Ding. Damit gehen wir hier hin. Machen den voll. Und den Trokar haben wir ja schon. Und dann machen wir mal die Körperhöhlenflüssigkeit da rein. Ein bisschen rumrühren. Ah. Bisschen. Oh. Ja, das. Es funktioniert klasse. Hier noch ein bisschen was hin. Jupp. Ja, noch ein bisschen ums Eck, genau. Dass alles voll ist. Muss nur aufpassen, dass er nicht ausläuft. Sehr gut. There we go. Perfekt. Perfekt, wunderbar. Schön. Schön, okay. Was ist der nächste Step? Reiniger im Schrank in der Toilette zu Tankreiniger zusammenmischen und in die Einbalsamierungspumpe füllen. Reinigerbasis habe ich ja. Ach so, fehlt da noch was, oder was? Okay. Okay, da fehlt noch was. Gut. Wir müssen da verschiedene Reinigungsmittel zusammenmixen. Gibt's hier keinen Lichtschalter, Mann? Ist ja furchtbar. Also hier, Reinigerbasis. Und dann ist das jetzt gemixt zu Tankreiniger. Perfekt. Okay. Gehen wir nochmal kurz hier rüber. Einmal zu hier. Und das füllen wir jetzt rein in die Einbalsamierungspumpe. So, rein mit dem Tankreiniger. Wir lassen das Ding kurz durchspülen. Habe ich die Tür nicht gerade zugemacht? Habe da! Hey! Nein. Das Spiel spielen wir nicht. Nein. Ist nicht. So. Fertig. So, jetzt Feuchtigkeittuch aufs Gesicht hier. Juhu, ich wasch dich. Lass bitte deine Augen zu. Wenn du die Augen aufmachst, werde ich dir mies einen reinhauen. Okay, cool. Leiche in die Kühlung zurückbringen. Mach ich. Kein Problem. Hallo? Ne, ich gehe nicht zurück durch den Gang. Ganz sicher nicht. Okay. Also ich bin mir ziemlich sicher übrigens, dass der Dämon nicht hier drin ist. Nur kurz fürs Protokoll. Ich bin mir recht sicher, dafür ist viel. Also es ist wenig bis gar nichts passiert. Keine Leichen, die geflogen sind. Er hat nicht mit mir geredet. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit behaupte ich mal, dass der Bruder hier das ganz sicher nicht ist. Hier. Du kannst wieder da reinfahren. Geh. So. Hau ab. Mach zu. Nein! Zu! Okay. Gut. Okay, dann können wir jetzt zurückfahren. Ah, nee, warte, wir müssen ja den nächsten mitnehmen. Okay. Bei dem hier ist eben die Tür so komisch aufgegangen. Gut möglich, dass er es vielleicht ist. Testen wir das mal. Komm mal mit, mein Bester. Wenn du was sagen willst, sag's jetzt. Der grinst schon so dreckig. Ach, nee. Safe ist er's. Safe ist da der Dämon drin. Guck mal, der sieht schon aus wie einer. Ich bin mir sehr sicher. Ich bin Dämonenexperte. Vertraut mir. Nee, Mann. Komm. Lass, komm, ich gehe hier rein. Nein, es leuchtet komisch, bitte nicht. Komm, ich gehe in die Kühlung, ihr lasst mich in Ruhe, okay? Ich gehe hier rein, ihr bleibt da. Ich weiß auf jeden Fall, wo der Dämon drin ist. Safe ist der Dämon in ihm drin. Hundertprozentig. Ich wusste es. Der hat schon so ausgesehen. Wenn du noch einmal redest, wenn ich dich anfasse, ne? Ich werde dir so dermaßen einen ins Fressbrett tackern. Aber dass ich gewaschen hat, ne? Ich hoffe, du hast dich auch gewaschen, du Dreckiger. Ich muss dich jetzt ja hier verbalsamieren, oder was? So, zeig mal her hier. Sieht gar nicht gut aus. Was hast du hier? Ist das ein Leberfleck? Sieht so aus, ne? Oh, ne, da war was. Hier außen.
haben wir. Am Bein. Okay, wir haben alles. Easy. Gut, du bleibst da liegen. Beweg dich ja nicht. Wenn du dich bewegst, mache ich dir Beine. Warte, ich will gerade mal kurz was testen. Inventar. Nee, so. Genau. Nein, mach... So. Ich will mal kurz schauen, ob wir noch irgendwo was finden können. Noch ein Symbol vielleicht. Aha. Hab noch ein Symbol. Let's go. Okay, und das hier noch. Zack, zack. Okay. Wir haben noch ein Symbol. Let's go. Oh, mein lieber Dämon. Ich werde sowas von rausfinden, wie du heißt. Ich werde dich festbinden mit Runen und dann verbrennen. Ganz schlechter Tag, ein Dämon zu sein. Ich sag dir, wie es ist, ne? So, schauen wir mal. Das Symbol hier war es noch, ne? Wie hier bei Anek. Wie hier bei Anek. Also könnte es Telduk sein. Telduk fällt definitiv rein. Kann ich mir davon ein Bild machen? Ich mache mir mal ein Bild davon mit meinem Handy jetzt gleich. Bei den Sachen, die es sein könnten. Telduk haben wir. Mal sehen, ob noch jemand reinfällt. Hier in Vilies haben wir noch. Nein, der ist raus. Den hatten wir hier sonst noch. Ne, Shaddad. Marcel habe ich eben komplett übersehen. Shaddad ist raus. Ja, die sind alle raus hier. Und jetzt schauen wir mal bei Desolation. Also hier haben wir auch dieses Symbol. Okay, aber Telduk ist der Einzige, der beide Symbole hat. Ich fotografiere mir das mal. Weil dann haben wir rein theoretisch schon den Namen von dem Kollegen. Wissen wir schon mal, wie er heißt. Dann kann ich eigentlich auch schon mal die Tontafel vorbereiten. Wenn wir jetzt schon mal hier sind. Und zwar hiermit nach da. Hier drüben haben wir das. So. Das kommt hier hin. Und unten kommt der lustige Kreis hin. So. Wir bereiten das schon mal vor. Ich lasse es erstmal noch hier liegen. Aber wir wissen schon mal Bescheid. Okay, was habe ich jetzt gerade noch im Inventar? Nur die Sicherung. Okay, das heißt, wir brauchen neue Setting Needles. Und wir brauchen einen neuen Nadelinjektor. Ah! Holy shit! Alter, lasst mich in Ruhe! Junge, der ist sowas von besessen! Der ist so besessen! Alter! Oh, ich kann nichts an ihm machen! Warte, oder muss ich... Ah ne, ich muss erst noch seinen Kram eintragen, deswegen kann ich noch nichts machen. Ich muss ja erst noch die ganzen Sachen eintragen, die er hier hat. Im Aufzeichnungssystem. Okay, 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 okay. Verzeihung. Also, Mutter mal Kopf, rechte Schulter, Prellung. Linker Arm, irgendwas, rechter Arm, Prellung. Was ist das? Ein Hämangiom am rechten Bein. Ey, was immer ihr sagt. Mark Liu, 51 Jahre alt. Übermitteln. Perfekt, das haben wir schon mal. So, mal testen kurz hier. Okay, die Besessenheit ist noch nicht weiter vorangeschritten. Das ist gut. Das Herz lässt sowas von besessen, ne? Mark geht's gar nicht gut. So viel kann ich schon mal sagen. Mark geht's gar nicht gut. So, wir müssen das jetzt rüberbringen. Hi. Oh. Wow, was ist jetzt los? Lol. WTF. Mein Handy hat aus irgendeinem Grund angefangen zu klingeln. Was sollte das denn? Das ist eigentlich auf lautlos. Komplett Ripperino. Alter, ich dachte gerade kurz, es ist im Game. Richtig. Ja, war richtig verwirrt. Okay, warte. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück. Immer die Türen hinter einem zumachen. Sonst sind plötzlich Geister da. Das ist uncool. So. Jetzt müssen wir seinen Kiefer vernageln. Auf easy. So, mein bester Marc. Schön lächeln. Machst du gut. Alter, was hat der für große Zähne, Junge? Soll wohl mal ein Pferd werden, oder was? Mach zu hier. Zack. 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 Und nochmal. Let's go. So. There we go. There we go. Perfekt. Marc, das hast du gut gemacht. Ist gut gemacht. Okay, jetzt brauchen wir diese komischen Augendinger, ne? Wo waren die nochmal? Da drüben. Genau. Hier, zack. Augencaps.
Hier, hallo. Achso, erst die Augen aufmachen. Dann, okay, zack, sehr gut. So, Mark, Augen zu, Mund zu. Wenn du nochmal redest, gibt's eine auf dem Hintern. So, jetzt müssen wir wieder Flüssigkeit mixen. Das kann ich. Kann ich, weiß ich, was ich tue. So, das hier unten brauchen wir. Ho! Hä? Alter, ich wurde einfach irgendwo hin teleportiert. Ey! Ich dachte, es ist schon wieder mein Handy. Hallo? Ach man. Kann ich hier raus? I'm missing something. Was denn? Was müssen wir denn mitnehmen? Das hier? Heroinbesteck. Okay, muss ich das mitnehmen? Kann ich jetzt gehen? Scheinbar ja. Was? Oh! Das ist nichts gut. Hallo? Hallo? Ist das Abwasser? Ich hasse dieses Spiel so, ne? Ich hab's damals in den Streams gehasst, ich hasse es immer noch. Hi. You did this to me. It's all your fault. Nein! Oh! Wow, 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 wow! Jo, das ist definitiv neu. Also das habe ich beim letzten Mal spielen noch nie gesehen. Das... Was war das? Hört auf, komische Geräusche zu machen. Stop it. Methanol, rein da. Ich werde den so verbrennen. Ich werde den sowas von verbrennen. Warte, wo war jetzt das andere Zeug nochmal? Hier oben, ne? Nee. Warte, was brauchen wir jetzt noch? Reagenz, genau, Reagenz. Und das hier. Formaldehyd noch. Hier noch Formaldehyd. Und das war doch alles, ne? Ja, ja, ja. Und noch Reagenz. Der ist sowas von, ich schwöre bei Gott, der ist sowas von besessen, der Typ. So, unheilvolle Reagenz. Jetzt skalpellen wir den mal ein bisschen an. Hier, zeig mal her deinen Hals. Zack, wupp. Nice, 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 nice. Wir müssen uns beeilen. Bevor wir zu sehr besessen sind. Hier, gib Schlauch. Gib das Ding. Zack. Warte, wir müssen kurz Besessenheit checken. Ja, es wird schlimmer. Es wird schlimmer. Unsere Besessenheit wird auch schlimmer. Das ist nicht gut. Hier Arterienklemme, Schläuche. Und zurück, zurück, zurück. Und Abfahrt. Fahren wir mal los. Vollgas. Einmal spülen, bitte. Hätte mich nicht gewundert, wenn das Blut jetzt grün wäre oder so. Okay. Der Bruder wird einmal durchgespült. Einmal ordentlich sauber gemacht. Ja, das dauert echt lange, ne? Warte, jetzt müssen wir einfach nur alles fertig machen. Einfach nur alles fertig machen und dann gleich... Komm, ich nehme das Ding jetzt schon mal mit. Ich nehme das mal jetzt schon mit. Mach hier mal aus. So, das kriegt er jetzt schon hier drauf. Are you sure this is the right one? Oh. Oh, Bruder, du brauchst gar nicht... Brauchst gar nicht hier komische, ja, Aussagen streuen. Ich bin mir genau sicher, dass du es bist. Er hat gerade gefragt, bist du dir sicher, dass das der Richtige ist? Das würde nur jemand sagen, das würde nur ein Dämon sagen, der in der Leiche ist, ja? So, jetzt müssen wir noch hier Körperhöhlenflüssigkeit da reinballern wieder. Mit dem Trochar. Wo ist nochmal der Trokar? Hier drüben, ne? Hier ist er. Ja, 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 let's go. So. Machen wir den Aal mal voll hier. Let's go, mein Bester. Jupp. Den jagen. Ich lass mich nicht aus der Ruhe bringen. Wir machen den erst voll. Ist mir egal, ob die Geister Basketball spielen. Die haben gerade irgend so eine Dribble-Session wieder. Die haben ein Turnier nächste Woche. Ich mach das jetzt erst fertig hier. Dann gehen wir rüber. Schau nach, was das soll. Na komm. Zack. Geht das leer? Nein, noch nicht ganz. Jetzt aber. Perfekt, okay. Was haben wir dann gleich noch? Reiniger im Schrank, okay. Gucken erstmal kurz hier. Hey!
Ihr wollt mich davon abhalten, hä? Ihr wollt mich davon abhalten, ihn zu verbrennen. Vergiss es! Wow! Das würde nur ein Dämon tun, der Angst hat, verbrannt zu werden. Hm, Mark? Du gehst das ganz falsch an, die Sache hier. Reiniger im Schrank zusammenrühren, okay. Durch den dunklen Gang. Okay. Perfekt, perfekt. Alles easy. Gib mal her. Jupp, 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 jupp. Hier, danke. Und raus hier. Und zurück hier rüber. Boah, ich hab die ganze Zeit Angst, dass irgendwas hier angesprungen kommt. Ne, ich scheiß mich richtig ein. Okay, Reiniger rein hier. Rein mit Tankreiniger. Was haben wir jetzt noch? Feuchtigkeitspflege auf das Gesicht geben und dann wird er durch die Verbrennung gejagt. Das ist ja hundertprozentig ist er das. Wie ist sein Name nochmal? Wie ist sein Name? Telduk. Telduk. Heißt ja gar nicht Mark. Ist ja gar nicht Mark. Ja? Mark macht, Mark, was er mag. Hier, wir saubern ihn mal. Guck mal, wie freundlich und fröhlich er aussieht. Alright. Also, hey! Jetzt reicht's aber. Ey, nein, nix, Kopf. Hier, gib mir die Fahrtrage. Hör auf zu reden, Telduk. Mark, wie auch immer. Heinz-Dieter. Du wirst verbrannt. Hier. Ich wünsche viel, viel Spaß. Geht das automatisch? Oh ja, es geht automatisch. Gute Nacht, Mark. Ich hoffe es ist richtig. Könnte auch sein, dass wir falsch liegen und es ist in Wirklichkeit Theron Owens. Was hat hier gerade geklopft? Ich habe nochmal kurz Besessenheit gecheckt. Der wird sowas von verbrannt jetzt. Ja! Ja! War richtig, oder? Safe war richtig. Oh, nee, er kommt raus! Was? Doch nicht. Erwischt. Huh. Okay, knappe Sache das. You've come a long way. Aber du bist weit gekommen. It's nice not to be the one down there for a change. Wir haben es geschafft. I think you can just call Raymond at this point. Do you always just pass out and wake up on the floor? It takes a lot out of you. I've never simply walked out of here after. Raymond macht das jeden Abend. Oder fast jeden Abend. I'll be sure to clean the floors better. Raymond, will this ever end? I honestly don't know. Haben wir es geschafft? I've been doing this a long time, Rebecca. I've traveled all over, learning everything I can. I've never found anything that could put a stop to it. So no, I don't think it does. Es hört niemals auf. We're just like this forever? It was hard for me too. But this is the life we get. We have to face our worst selves, constantly. But the better we know ourselves, the stronger we are. Ich glaube, wir haben die richtige Wahl getroffen. Why don't you head home? Get some rest. Who knows what's coming tonight? Ja, wer weiß, was in der nächsten Nachtschicht passiert. Yes! Wir haben die richtige Wahl getroffen. Let's go. Ende 2 von 5. Abgeschlossene Schichten. 3 überstandene Besessenheiten. Ja, okay. Das ist unsere Gesamtstatistik. Glaube ich, ja. Das war kein neues Ende, ne? Warte, wir sehen es jetzt im Menü. Doch, das war ein neues Ende? Das war ein neues Ende, das hatte ich noch nie. What? Okay, dass man einfach normal die Schicht übersteht, hatte ich scheinbar noch nie. Man kann ja noch in so einem Kellerabteil kann man noch was finden. Und man kann die falsche Wahl treffen, dann ist man selbst besessen am Ende. Die beiden Enden hatte ich schon. Scheinbar ein Ende, in dem man einfach ganz normal rausgeht. Ganz vernünftig. Hatte ich scheinbar noch nie. Also eigentlich das gute Ending, oder?
Okay, falls ihr mehr von Mortuary Assistant sehen wollt und wir noch die letzten drei Endings holen, beziehungsweise ihr habt ja eben gesehen, 2 von 5. Es gibt 5 normale Endings und ein Secret Ending. Ein 6. Secret Ending. Falls ihr noch mehr sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dahin.